sie zuerst gesehen, also gewonnen. Ich habe sie zuerst gehört, ich gewinne. Wie gar keine Geckos seid ihr. Ihr habt sie beide gefunden. Einigt euch auf Gleichstand. Kein Gleichstand, wir machen einen Wettlauf. Und zwar, wer zuerst oben auf dem Dach ist, gewinnt. Sollen wir jetzt echt einen Wettlauf veranstalten? Gecko hat recht, außerdem ist es sinnlos. Bei meinem Superkatzentempo gewinne ich kinderleicht. Niemals, Catboy. Mit meinen Super-Eulenflügeln bin ich schneller. Ich besiege dich leicht. Was? Das glaube ich nicht. Ihr werdet schon sehen, wie ich nochmal gewinne. Super-Katzentempo! Wie ein eleganter Panther springt Catboy in großen Sätzen aufs Dach und schlägt Eulette um ein Katzenschnurrhaar. Gar nicht, ich war zuerst oben. Was träumst du? Ist doch egal, wer gewonnen hat. Wir müssen herausfinden, was Luna Girl vorhat. Psch. Runter. Luna Girl hat die Pfeife. Morten, in zwei Gruppen. Achtung, fertig. Los, Morten, formiert euch. Viel schneller, ich will hier keine Verlierer sehen. Ha, alle Spielsachen aus dem Spielzeugladen gehören bald mir. Also los, das Team, das die meisten Spielsachen holt, gewinnt. Zuerst Team 1. Hervorragend, meine flatternden Diebe. Wollt ihr euch das etwa gefallen lassen, Team 2? Schlitternde Schlange. Wir müssen verhindern, dass ihr alle Spielsachen stehlen lässt. Wenn wir ihr die Pfeife wegnehmen, können wir die Teams vielleicht verwirren. Dann wissen die nicht, welches Team das nächste Spielzeug klauen soll. Toller Plan. Wer es schafft, sich an Luna Girl anzuschleichen und die Pfeife zu holen, gewinnt. Warte, das ist doch gar nicht der Plan. Warum versuchen wir, einander zu besiegen? Das hat sowieso keinen Sinn. Dank meiner Super-Gecko-Tarnung gewinne nämlich ich. Hey, schöner Kerl. Das ist unsere Chance. Klettere mit deinem Super-Eidechsengriff die Wand runter und schleich dich ans Labor ran. Das ist bisher unser einfachster Einsatz. Nur noch einen Sprung. Hol dir deine Stimme. Mach endlich! Ha? Die Pyjama-Plagegeister. Und schon bin ich weg. Gecko! Oh, alles okay. Aber warum hast du den Kasten stehen lassen? Er war vor deiner Nase. Das macht nichts. Dann eben nächstes Mal. Warum hat Romeo überhaupt deine Stimme geklaut? PJ Masks! Gecko! Du hast deine Stimme wieder! Miezekätchen und Spatzenhirn, ihr seid nicht besonders schlau. Hey! Das ist nicht sehr nett. Du bist mein Held! Romeo! Oh nein! Gecko hat seine Stimme nicht zurück. Romeo hat sie. Und er benutzt sie auch noch. Zum Katzenflitzer. Ich wette, ihr erwischt mich nicht. Weil ihr nur doofe Gutmenschen seid. Ihr findet doch nicht mal eure eigenen Nasenspitzen. Nicht so wie Romeo. Der ist ein absolutes Genie. Ja, ein Genie. Kein echsenbeiniger, klebfingriger Stinkepup so wie ich. Klebfingriger Stinkepups. Ich bin genial im Erfinden von Beleidigungen. Und wenn Miezekätzchen und Spatzenhirn kommen, um sich Exilans Stimme zu holen, hole ich mir ihre auch. Sobald ich die Stimmen von allen Pyjama-Helden habe, werden sie nie wieder Pläne schmieden können, um mich zu stoppen. Was für ein brillanter Plan. Oh, sehr freundlich von dir. Ich fand ihn auch ziemlich gut. Okay, Gecko, wir kümmern uns um Romeo, du kümmerst dich um das Gerät. Bitte, unglaubliches Genie, Romeo. Du gigantogeniales Superhirn. Brillantester aller Brillanten. Gibst du uns Geckos Stimme zurück? Das würde uns so viel bedeuten. Superhirn. Wer ist jetzt im Fernsehen? Ich bin das. Super. Und jetzt eine Profileinstellung. Das ist Meister Fangs Schwert, Nacht-Ninja. Gib es zurück. Och, da ist das süße kleine Kitzekätzchen.
Das kannst du sowas von vergessen. Ich kann dieses Schwert viel besser gebrauchen als dieser nutzlose Meister Fang. Und meine Sendung ist auch viel cooler. Okay, Catboy, wie lautet der Plan? Super Katzentempo! Catboy! Ihr PJ Masks seid heute aber alles andere als in Bestform. Catboy ist so wütend, dass er uns nicht mehr seinen Plan verrät. Was sollen wir seiner Meinung nach tun? Ich weiß es nicht. Legen wir einfach los. Super Gecko-Tarnung. Vorwärts, Ninjalinos! Nein! Flatternde Federn! Klebeklatscher! Zeit für meine ninja-tastische Fernsehsendung. Aber nicht für euch Pyjama-Helden-Statuen. Ihr könnt sowieso nicht applaudieren. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach, ist das so? Na dann schaut mal gut zu, wie das geht. Ciao, ciao. Nach links, nach rechts. Ich werde euch befreien. Danke, Eulette. Dieser fiese Ninja! Bitte beruhige dich, Catboy. Was wir brauchen, ist ein Plan. Ja, bleib cool. Wie Meister Fang. Er wird niemals wütend. Ja, das ist, weil ihm wurde auch noch nie sein Schwert gestohlen. Ich wette, er ist gerade genauso wütend. Romeo, was hast du mit meinen Freunden angestellt? Die sind hier. Aber sie arbeiten jetzt für mich. Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo! Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Hier gibt's nichts zu sehen! Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als sie draußen gespielt haben. Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte. Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment, der Hauptrechner sagte was von Robotern. Das sind gar nicht Gecko und Eulette. Nein, aber du hast gedacht, sie sind's. Obwohl's meine unglaublichen Roboterkopien sind. Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte. Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine! Sei dir nicht so sicher, Miezekätzchen. Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst. Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten. Catboy, befrei uns, dann können wir dir helfen. Nicht ohne eure Kräfte. Keine Sorge, ich hole eure Pyjamas. Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh? Ja, eure Pyjamas gehören mir. Und du jetzt auch. Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Eulette und Gecko? Oh nein, viel bessere. Sieh dir das an. Wow, extra Kräfte? Das ist unfair. Ich hab dich gewarnt. Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen. Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch. Mein Schwanz ist eingefroren. Ha, eine kurzzeitige Wirkung. Gerade lang genug, um dich in einen Käfig zu sperren. Du bist dran, Robo-Gecko. Wow. Bobos, schnappt ihn und bringt mir die Platine zurück. Flatternde Federn, sie ist bei mir zu Hause. Oh nein, meine Verschenkeule. Diese Mondstatue ist perfekt. Warum habt ihr mir die nicht mitgebracht? Wenn sie mir gehört, dann bringe ich all den anderen Schrott wieder zurück. Hörst du das? Sie würde alles andere zurückbringen, wenn sie die Verschenkeule hätte. Cooles Chamäleon. Du solltest sie ja sowieso verschenken. Ja, wenn du sie Luna Girl schenkst, wirst du dich auch noch gut fühlen. Ist doch genial. Die ist genau das Richtige für mein neues Mondlager. Sie ist fantastisch. Sie ist wunderschön. Sie ist meine. Was? Also ist sie doch eine Behalte-Eule. Ach, allein dafür behalte ich alles, was ich schon geklaut habe. Und klau noch viel mehr. Was habt ihr davon? Dafür
habe ich meine Eule. Hurra! Aber wir müssen Luna Girl aufhalten. Das werden wir. Kein Problem. Wo immer Luna Girl hingeht, die PJ Masks werden ihr folgen. Da ist sie. Sie ist unterwegs in Richtung Museum. PJ Masks, los geht's. Gar nichts von diesem Zeug ist so toll wie die Mondstatue. Sucht weiter, Motten. Warum hast du ihr nicht einfach gegeben, was sie will, Eulette? Weil die Geschenkeule mir gehört. Okay, dann versuchen wir das hier. Super Katzentempo. Na los, Motten, wir haben noch nicht... Hm? Alle Türen sind geschlossen, Luna Girl. Du sitzt in der Falle. Pustekuchen. Mondbord. Nein. Jagen Sie. Gut gemacht, Ninjalinos. Und da kommen schon die Pyjama-Helden, um meine Torte zu bewundern. Das ist nicht deine Torte, das ist Geckos Torte. Nicht mehr, das ist meine Party. Und ihr seid nicht eingeladen. Jetzt beginnt der Partyspaß. Du kannst keine Party feiern, wenn du nicht Geburtstag hast. Nicht mit meiner Torte. Hey, Nachtninja, ich wette, dass ich dich bei einem Partyspiel schlagen kann. Mich schlagen? Spielen wir doch blinde Kuh. Du kannst mich nicht schlagen. Aber wenn du es versuchen möchtest, dann spielen wir Päckchen rumreichen. Oh, aber ich will blinde Kuh spielen. Nein, das ist meine Party, also bestimme ich. Dann spiele ich nicht mit. Na gut, ich wollte sowieso nicht mit dir spielen. Ihr beschäftigt Nachtninja, ich hol die Torte. Oh, Gecko und ich wollen spielen. Und ihr werdet verlieren. Ninjalinos, Päckchen. Ja. Okay, wir reichen es herum, bis die Musik stoppt. Wer es dann hat, packt eine Schicht aus. Welche Musik? Haha! Die Musik ist aus. Ich Glückspilz. Okay, nächste Runde. Ich schon wieder. Ach, ich sagte ja, ich bin gut. Was? So viele Schichten? Hab ich ein Glück. Oh, endlich. Ach, seht, das bin ich in klein. Nachtninja kann alles am besten. Mag ja sein, aber wir haben die Torte. Das gibt's nicht. Das ist Cameron. Ja, er schlafwandelt. Er schläft, aber er träumt, dass er herumläuft. Wir bringen ihn wieder zurück ins Bett. Ja, aber ohne Supertempo und auch ohne Fliegen. Er würde aufwachen und einen Schock bekommen. Yeah! Wuhu! Gib die Marionetten zurück, Luna Girl. Ha, keine Chance, Eidechsenfuß. Motten, zeigt ihm, was ihr drauf habt. Hey, das ist nicht lustig. Haha, ist es doch. Das ist das tollste Marionettentheater aller Zeiten. Wow. Was? Gut gemacht, Eidechsenbubi. Okay, so lautet der Plan. Gecko? Alles okay, Gecko? Ja, aber hol die Marionetten. PJ Masks, Rettungsaktion. Super Katzentempo. Schnappt sie, Motten. Eulenflügelwind. Motten, was soll das? Gut gemacht, PJ Masks. Wie geht's den Marionetten? Gut,
aber Cameron nicht. Wir haben ihn zurückgelassen. Wir dachten, du bist in Gefahr. Wer ist Cameron? Ich wollte die Marionetten zurückbringen. Was macht Cameron denn hier? Wer ist Cameron? Er schlafwandelt. Wer ist Cameron? Er muss zurück nach Hause. Ja, er braucht unsere Hilfe dringender als die Marionetten. Wer ist Cameron? Er wäre bestimmt eine großartige Marionette. Sie wird ihn aufwecken. Stoppen wir sie. Werft die Marionetten nicht auf die Erde. Seht doch, wie toll sie sind. Oh ja, Marionetten. Tanzt und winkt meinen Freunden zu. Bleibt zurück. Ja. Ha. Ja. Nachtninja. Hey. Aha, der kleinste Pyjama-Plagegeist. Du darfst den Schulbus nicht klauen, Nachtninja. Wie sollen die Kinder denn nach Hause kommen? Wen interessiert das? Ihr Pyjama-Helden schnappt mich immer mit euren fiesen Fahrzeugen. Aber jetzt habe ich mein eigenes. Und es wird das schnellste, coolste und stärkste Fahrzeug überhaupt. So schnell wie das Gecko-Mobil wird es nie sein. Oh, es ist viel besser als das schleimige grüne Ding, in dem du dauernd rumschlängelst. Niemals! Kann es denn an einer Wand kleben bleiben? Tarnung aus! Wahrscheinlich nicht, aber an Wänden zu kleben ist doch doof. Vor allem, wenn es mit Klebeklatschern festgeklebt worden ist. Oh, du mieser Ninja. Ninjalinos, nur ich darf böse lachen. Siehst du, Eidechsenfuß? Du und dein popliges Gecko-Mobil, ihr könnt mich nicht aufhalten. Gecko! Alles okay? Warum bist du einfach ganz allein abgehauen? Wenn du in Schwierigkeiten bist, können wir dich nicht beschützen. Ich brauche keine Beschützer. Ich bin selbst groß und stark genug. Hey! Super Gecko Muskeln! Gecko, warte! Was treibst du da, Nachtninja? Den Schulbus nur zu klauen genügt dir wohl nicht. Nein. Mit diesen Allzweckreifen kann mein Ninjabus klettern, kriechen oder rasen. Egal wohin. Viel besser als dein Schildkrötenmobil. Das Gecko-Mobil ist besser als dein Bus und ich werde es dir beweisen. Wie willst du das denn tun, wenn ich dein Gecko-Mobil habe? Wenn es ein Ninjalino sein, dann wird es bald Nachtninja-Ärger geben. Ich weiß nicht, Catboy. Vielleicht... Ein Ninjalino! Ein ziemlich kleiner Ninjalino. Ja, er ist klitzeklitzemini. Und irgendwie fast schon niedlich. Er ist nicht niedlich. Das ist ein Ninjalino. Er guckt sehr verängstigt. Alles okay, hab keine Angst. Was glaubst du, sagt er? Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht er Hilfe. Wenn er ein Problem hat, sollten wir ihm helfen. Nein, Nachtninja muss ihn geschickt haben. Erinnert ihr euch an meinen Tisch in der Schule? Vielleicht hat er sich verirrt. Möglicherweise schon in der Schule und jetzt auch hier. Warum bist du hier? Hast du dich wirklich verirrt? Er kann dich nicht verstehen, Catboy. Oder? Er will uns nur austricksen. Es ist sinnlos, mit ihm zu reden. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Hä? Oh, Catboy, er mag dich. Nein. Komm her, du musst jetzt gehen. Hör auf damit, wir spielen nicht Fang. Hin. Oh, wo bist du? Hm? Ja. Au! Au!
Singt nun Mott in jeden Ton, ins goldene Glänze Mikrofon. La 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 la. Gakanda Gekko, Luna Girl hat das goldene Mikrofon für ihr eigenes Konzert geklaut. Damit ihre Motten mit ihr singen können. Aber ich hole es zurück. Und wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll. Ich komme mit dir. Dafür ist der beste Freund doch da. Hä? Super Gecko-Tarnung. La 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 la. Hey, das sieht nach einer einfältigen Eidechse aus. Gib das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin! Ich stecke fest! Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jaden Houston Konzert gehen, also soll das auch sonst niemand können! Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton! Schnell! Luna Girl hinterher! Leute, wartet! Ich steck fest, ich brauch Hilfe! Ich will die Karte haben! Ich helf dir! Aber ich will sie auch. Super Gecko-Muskeln! Alles okay, Eulette? Ja. Super. Und wer hilft mir jetzt, Luna Girl zu schnappen? Hörst du irgendwas, Catboy? Vielleicht ein kleines Vöglein, das dir zwitschert, wem du die zweite Karte geben sollst? Oh, hallo, Eidechsenfuß. Bereit, beworfen zu werden? Schlitternde Schlange. Und alles nur für ein gekochtes Ei? Nicht gekocht. Faulig. Ah! Muss mich schnell verstecken, bevor Romy aus meinem Gecko-Mobil Frühstück macht. Gecko-Mobil-Tarnung! Oh nein, mit all den Eiern drauf kann das Gecko-Mobil nicht unsichtbar werden. Zu spät, ich locke ihn von hier weg. Die Eier sind für ein Rekordomelett gedacht. Und ich bin hier, um sie zurückzuholen. Meinst du diese fauligen Eier? Mein Verfaulisierer faulisiert sie alle. Dann sind sie extra stinkig, wenn ich sie zerschmettere. Ah, das stinkt! Bald müssen alle drinbleiben, um dem Gestank zu entkommen. Und ich bin dann der Bestimmer. Fang besser an zu laufen, Eidechsenfuß. Jetzt kommt der Gestankeier der Eidechse. Bäh, abgehängt. Aber ich werde das Gecko-Mobil brauchen, um dem Gestank zu entfliehen. Wo hab ich es abgestellt? Gecko! Hier stinkt's. Wir müssen vor diesem Geruch fliehen. Gehen wir ins Gecko-Mobil. Wo ist es denn? Du weißt doch, wo es ist, oder? Ja, natürlich. Es ist nur... Hallo, PJ Masks! Oder soll ich sagen, PJ Stinker? Ich dreh meinen Verfaulisierer auf. Bereit für den Supergestank! Hey, wir kommen mit dem Geruch klar, PJ Masks. Und wir brauchen kein Gecko-Mobil, um Romeo aufzuhalten. Hm? Oh. Da, Luna Girl! Ringelndes Reptil. In Zukunft gehe ich lieber zu Fuß. Habt ihr gesehen, wie gut ich hergeflogen bin? Schau gut zu, Eulette. Dann lernst du vielleicht ein paar meiner Tricks. Tricks?
Du bist doch fast abgestürzt. Ja, ich bin der Hammer auf diesem heißen Teil, oder? Meine Flüge werden uns eine große Hilfe sein. Deine Flüge? Vergisst du da nicht noch jemanden, der fliegen kann? Kommt schon, Leute. Helft doch beide dem Team mit euren Flugkünsten. Schönes Bild, Morten. Keine Ballonfahrt mehr für diese doofen Tagkinder. Jetzt gehört der Mondballon ganz allein mir. Ihr behaltet weiter alles im Auge. Ich fliege im Sturzflug rein und schnapp mir den Heißluftballon. Das erfordert schwierige Flugmanöver. Keine Sorge, Eulette. Überlasst das ruhig mir. Mit meinen Flugfähigkeiten ist das ein Kinderspiel. Wirklich? Streitet euch nicht. Ich könnte mir den Ballon mit meiner Supergecko-Tarnung schnappen. Tarnung ist toll, aber nicht so toll wie ich auf meinem Flugroller. Seht her. Hey, Luna Girl, gib den Ballon wieder her. Oh, da ist das kleine Kätzchen. Ihr wollt den Ballon zurück? Dann bitte sehr. Nur zu, Kätzchen. Wow! Ha! Ah! Alles okay, ich mach das schon. Schon gesagt. Ist ganz einfach. Warum lenkst du, Luna Girl, nicht mit deinem Superkatzentempo ab und ich flieg rein und hole den Ballon? Nein, hab alles im Griff. Meine unglaublichen Flugkünste werden Luna Girl besiegen. Auf keinen Fall. Das ist zu gefährlich. Schon okay. Ich kann das. Ich bin gut im Fliegen. Eulette, Catboy, ist es wichtig, wer fliegt? Warum macht jetzt ihr... Jetzt nicht, Gecko. Warte kurz. Okay, streitet euch weiter, Leute. Ich gehe und hol den Ballon. Ich glaube nicht, dass du fliegen musst, Eulette. Nicht, wenn ich das so gut kann. Richtig. Luna Girl, ich muss die beiden warnen. Aber Moment, vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Ich gehe und sag's ihnen selbst. Das war knapp. Moment, Katzenohr. Hä? Keine Ahnung, was das ist. Lass uns nachsehen. Schlitternde Schlange. Dieser Supernieser ist wirklich heftig. Supergecko Muskeln. Wer hat die Laterne verbogen? Halte deine Eulenaugen offen. Könnte ein Schurke sein. Du wärst ein Schurke. Ich wollte euch nur sagen, dass Luna Girl auf dem Weg zur Schule ist. Warum hast du nicht den PJ-Kommunikator benutzt? Naja, ich dachte, ihr braucht vielleicht meine Hilfe. Du wirst deinen Supernieser nie los, wenn du nicht drinnen bleibst. Ich... Alles klar. Ich gehe zurück. Gut, und wir machen uns auf den Weg zur Schule. Warne uns, wenn du etwas siehst. Das Licht her. Romeo! Oh Mann, wieder daneben! Ich muss nur ein bisschen weiter nach rechts zielen. Wow! Ups, ich meinte links. Ist das da auf dem Labor das vermisste Teleskop?
finden wir es raus. Meister, Sie bekommen Besuch. Aha, die Pyjama-Helden. Sucht ihr zufällig das Teleskop? Warum hast du es geklaut, Romeo? Ist das nicht offensichtlich? Ich brauche es für meinen Weltall-Laser. Weltall-Laser? Cool. Hm? Ich meinte, was hast du damit vor? Ich graviere mein Selbstbildnis in den Mond. In den Mond? Ich glaube, ich nehme diese Seite. Beeindruckend, ha? Bestätigt. Wenn ich die Weltherrschaft übernehme, wissen endlich alle, wie ich aussehe. Sobald sie mit dem Laser zielen können. Naja, ich arbeite dran. Du darfst den Mond nicht verändern, also gib das Teleskop zurück. Einfältiges Kätzchen. Ich kann tun, was immer ich will. Ach, oh, ja? Halt sie auf, Roboter! Gecko, hilf Catboy! Ich halte Romeo davon ab, den Laser abzufeuern! Nur noch ein kleines bisschen nach links und... Ach, ich werde euch zeigen! Gecko, unternimm was! Was denn? Ich kann nicht einen Laser und einen Roboter aufhalten. Ciao, ciao, Spatzenhirn! Romeos Labor! Aha! Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Zeit, Gas zu geben. Katzentempo! Warte, lass mich erst aussteigen. Ich kann uns besser von draußen beschützen. Vielleicht sollte ich das auch tun. Nicht nötig. Greifen wir an. Ups, falschen Knopf gedrückt. Katapult! Super, ein Griff! Ringelndes Reptil. Ha, ihr habt keine Chance, Pyjama-Helden. Also, welche Tollpatschigkeit passt am besten zu dieser klebrigen Echse? Schrägstolperer? Dreildreher? Nein, Flutschwinger! Perfekt! Mein Super-Helden-Griff los! Ich guck nur von unten, ob's Gecko gut geht. Also, Leute, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal an der Stange festhalten. Natürlich kannst du das nicht. Dank mir hast du jetzt Flutschfinger. Dann macht also der Strahl tollpatschig. Das ist nicht irgendein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten. Oh nein, er hat Gecko verstrahlt. Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat. Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen. Was? Ich und verstrahlt? Niemals. Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte. Super Katzentempo. Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt. Super Katzen! Strahl schützen. Sie ist die Einzige, die noch nicht getroffen wurde. Und ich natürlich. Da ist er. Die Pyjama-Helden. Meister Fang ist bereit für den Angriff. Genau wie Kick-Magie. Aber... Haia! Gib auf, Romeo. Es gibt kein Entkommen. Ich will gar nicht entkommen. Ganz genau. Warte, was? Was ist das? Hallo, ich bin Roberta. Sei nicht so höflich zu den Pyjama-Plagegeistern. Aber die wirken so nett. Das ist meine neueste Kreation. Meine neue und verbesserte Roboterfreundin. Sie wird mir bei all meinem Schurkenzeug helfen. Was hast du mit den Spielplatzgeräten gemacht? Das war nicht ich. Warum fragst du nicht ihn? Dieser Roboter wurde aus den geklauten Spielplatzgeräten gebaut. Da sind sie jetzt alle. Dein alter Roboter baut einen neuen Roboter? Warum sollte er noch einen Roboter bauen wollen? Keine Ahnung. Bei dem muss eine Schraube locker sein, denn er will einfach nicht auf mich hören. Klingt wie eine Aufgabe für Meister Fang und Kick McGee. Gehen wir. Aber... Bei der Kraft von Meister Fangs mächtiger Faust befehle ich dir, stehen zu bleiben. Es sei denn, du willst meinen Hammer-Gerechtigkeitskick kennenlernen.
Gecko? Ich hätte mich vorher dehnen sollen. Gib uns lieber diese Spielplatzgeräte zurück. Negativ. Dieser Roboter ist mein neuer bester Freund. Kick, er haut ab. Ihm nach, Meister Feng. Jungs, wartet, nicht so schnell. Ich kann über die Gebäude fliegen und für euch Ausschau halten. Meister Feng und Kick McGee haben einen Speer nicht nötig. Wir sind die Meister der Kampfkunst. Hi-ya! Ja, wir sind wie immer für alles bereit. Entschuldige. Kein Problem. Ja! Und was ist mit mir? Gakanakeko! Darauf war ich nicht gefasst. Ich auch nicht. Aber ein paar rollende Mülltonnen reichen nicht, um Kick McGee zu stoppen. Wo ist der Roboter? Wir wissen, dass du was aus dem Museum gestohlen hast. Was ist es? Nur etwas Kleines für mein Mondlager. Gemacht, Birdie. Wie ich es dir beigebracht habe, Phase 1 ist damit abgeschlossen. Und das hier brauche ich nicht mehr. Upsi! Bereit, Catboy? Hab sie. Aber warum hat sie die weggeworfen? Bei meinen Katzenschnurrhaaren, sie führt was im Schilde. Oder sie ist nur tollpatschig. Also los, bringen wir sie zurück. Dann kann ich wieder zu Birdie. Dein Haustier hat ein echtes Chaos im Hauptquartier angerichtet. Birdie, warum hast du das getan? Hä? Vielleicht, weil du ihn allein gelassen hast. Lionel richtet immer Chaos an, wenn ich ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Ich dachte, Haustiere würden Spaß machen. Das tun sie auch. Aber sie brauchen Übungen und Training. Und ganz viel... Das ist schon wieder Luna Girl. Sie ist im Zoo. Okay, PJ Masks, nichts wie los. Aber was ist mit Birdie? Ich hab's. Ich nehme ihn mit. So kriegt er viel Bewegung und ich trainiere ihn unterwegs. Du kannst ihn nicht auf die Mission mitnehmen. Er kriegt das hin. Nicht wahr, Birdie? Husch! Husch! Hör auf, Luna Girl. Lass diese Schmetterlinge nach Hause fliegen. Oh nein! Die Pyjama-Plagegeister wollen mir schon wieder den Spaß verderben. Los, Morten. Verschwinden wir von hier. Seltsam. So leicht lässt sie sich normalerweise nicht vertreiben. Na los, ihr könnt jetzt wieder rein. Birdie, du machst ihnen Angst. Warte auf mich im Eulengleiter. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfahren. Ja, ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall. Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurke der Welt. Ha? Aha, habe ich dich gefunden, Labor. Ha! Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulette. Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste!
Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super Eulenflügel! Eulette! Wow, ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Nur keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, schleichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Wow! Das ist Luna Girl. Was macht sie denn da? Mondkräfte erschafft Wolken. Und bewegt sie in den Tank. Was soll das, Luna Girl? Was für eine Überraschung. Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis ihr wieder eine eurer ach so guten Taten vollbringt. Warum machst du so schlechtes Wetter? Es konnte heute niemand spielen. Das ist Sinn der Sache, Eidechsenfuß. Ich kann nie im Sommer draußen spielen. Also verdunkle ich mit meinen schwarz-grauen Wolken die Sonne, damit ihr es auch nicht könnt. Du kannst mit uns spielen. Hab dich! Fröhliche Tagspielchen mit den super peinlichen Pyjama-Helden? Bäh! Das heute war erst ein Test. Aber wenn der Tank voll ist, lasse ich alle Wolken auf einmal raus. Und der Sommer wird vorbei sein. Nie wieder Sommer? Das wäre ja grauenhaft. Ihr beide lenkt Luna Girl ab. Und ich klaue ihren Magneten, kehre ihn um und sauge alle Wolken zurück. Ach ja? Du glaubst, du kannst meinen Mondmagneten stehlen, ha, Catboy? Tja, dann schau, was ich für dich hab. Als ob Wolken mich aufhalten könnten. Na ja, ich weiß, wie Wasserscheukatzen sind. Und das da sind Regenwolken. Mondkräfte, schickt diese Wolken zu Catboy! Keine Sorge, haltet euch nur an den Plan. Ich kann das schaffen. Okay, Catboy. Sei stark! Vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ah! Und jetzt Wolken. Regnet auf Catboy, wo immer er hingeht. Ja. Du glaubst, du bist ein kleines, hübsches Einhorn, nicht wahr? Aber ich kenne jemanden, der noch viel hübscher ist. Ha! Bald werden meine Bilder überall sein. Ich fange mit diesen Büchern da an. Ihr seht großartig aus, Meister. Alle werden sich wünschen, von euch beherrscht zu werden. Ja, das werden sie, auch wenn sie keine Wahl haben. Und jetzt holen wir uns noch mehr Bücher. Romeo, benutzt deine Eulenaugen, um ihn zu finden. Braucht's nicht, Gecko. Ich verwende stattdessen meine Funkelblitzkraft. Funkelblitz, denke und finde. Funkelblitz, denke und finde? Ja, sie weiß, wo Leute stecken. Nur durch intensives Denken. Aber das funktioniert doch nur in Comics. Hm? Meine Katzenohren schnappen was auf. Ich höre Romeo lachen. Gut gemacht, mein Metallroboter. Die Pyjama-Helden. Du glitschige Schlange, du! Warum ruinierst du alle unsere Bücher? Lesen macht Spaß. Find ich nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich sehe mir viel lieber Bilder von mir an. Was? Du musst nur lesen, was dir Spaß macht, wie mein Funkelblitzbuch. Auf keinen Fall. Serviere diese Clowns ab, Roboter. Bücher geklaut. Ich stoppe ihn mit einem Funkelblitz. Kick und zack. Jetzt hast du dich selbst weggekickt, Eulette. Was ist so schlecht an deinen super tollen Moves? Die sind in Ordnung, aber ein Blitzflip würde Romeo total überraschen. Eines Tages schaffe ich ihn. Okay, finden wir raus, was Romeo als nächstes vorhat. Wo gibt es viele Bücher? In der Stadtbibliothek. Ringelndes Reptil. Da sind einige der wertvollsten Bücher der Welt. Wir müssen ihn aufhalten. Da ist er.
Wissenschaftsabteilung ist hinter der Wand. Wir dürfen nicht zulassen, dass Romeo sie durchbricht. Oh, die Pyjama-Helden. Schau zu, wie ich meinen Raketenrucksack raushol. Wofür brauchst du den Raketenrucksack? Ja, glaubst du etwa, ich gehe zu Fuß, wenn ich die Welt regiere? Auf keinen Fall. Ich werde fliegen. Oh, und dann pumpe ich stinkende Gerüche in alle Kamine mit meinem unglaublichen Schniefopuff. Jeder wird sich vom Gestank befreien wollen, sodass mich keiner mehr stoppen kann und ich erobere die Welt. Das wäre eine Katastrophe. Los, Pyjama-Helden, stoppen wir diese Boxhandschuhe. Super Katzensprung. Und ich sorge dafür, dass Romeo nicht sieht, was wir tun. Hey, was machst du da draußen? Das wirst du bald merken. Was? Und jetzt werde ich deine Maschine ein bisschen umbauen. Super Gecko-Muskeln. Ja! Ups. Ah. Pass auf, Gecko. Ah. Wow. Ah. Er rutscht ab. Super Eidechsengriff. Cooles Chamäleon. Schaut, das Teil von Romeos Bulldozer wird zu einem tollen Springstock. Das ist dein Sprungdoser. Ich werde meinen Bulldozer reparieren und es euch zeigen, ihr Plagegeister. Mein Umhang klemmt fest. Er ist schnell, aber ich kann auch schnell sein mit meinem Sprungdoser. Halte durch, Eulette. Ich komme und rette dich. Hä? Catboy, was machst du da? Hey, diese Stimmen kenne ich doch. Doch wisst ihr's nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht-Ninja. Seine Ninjalinos haben eigentlich Sportgeräte. Ja, hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tagkinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich Ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Singendes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Seht ihr? Das ist perfekt. Wenn die Ninjalinos kommen, fange ich sie ein. Deine Eulenaugen und finde Romeo. Werde ich, sobald du dich entschuldigt hast. Was? Aber ich hab mich doch gerade... Leute! Okay, es tut mir wirklich leid. Und? Leute! Also bitte finde jetzt... Der Flugsaurier! Ah! Ah! Deine Federn! Siehst du, es ist grässlich, von einem Dinosaurier erschreckt zu werden. Romeo? Verzeihung, ich hab euch wohl mit meinem Robo-Flugsaurier erschreckt. Fellball-Attacke! Ich bin der Tollste. Wer sonst kann ein riesiges Dinosauriermodell stehlen und es zum Fliegen bringen? Aber das hättest du
du nicht tun sollen. Bring mir es zurück. Auf keinen Fall. Erst werde ich die Menschen mit diesem Dinosaurier erschrecken. Dann stehle ich die anderen aus dem Museum und erschrecke jeden überall. Damit erobere ich die Welt. Wir werden dich aufhalten, Romeo. Ach ja? Versuch doch das hier mal aufzuhalten. Juhu. Wir haben dem Miezekätzchen einen großen Schrecken eingejagt. Und jetzt flieg, flieg, flieg. Oh, noch ein Kätzchen zum Erschrecken. Das wird eine tolle Übung, bis ich die Pyjama-Dussel wiedersehe. Hier, Miez, Miez, Miez. Beweg dich, Miez, ich kann nicht sehen. Ich mag keine Katzen. Oh je. Schnell, bevor Romeo den Flugsaurier repariert hat, werden wir ihn überraschen. Aber zuerst entschuldigst du dich, dass du mich vorhin im Museum überrascht hast. Ich hab doch gesagt, dass es mir leid tut. Das war nur ein doofer Scherz. Gut, dann krall ich mir Romeo eben ganz allein. Oh nein. Toilette. Romeo! Ja, Hallöchen, Pyjama-Helden! Dann steckst du also dahinter. Nein! Ich bin das! Nacht-Ninja, du warst das? Er war's nicht! Ich habe den Schrumpfer erfunden! Du hast ihn erfunden, aber du kannst ihn nicht benutzen! Doch, kann ich! Ich drücke die vielen Knöpfe hier! Aber ich ziele mit dem Schrumpfschlauch! Oh? Komm schon, feuern wir mit dem Teil los! Hey, hört auf damit! Ha, okay. Alles, was wir bisher geschrumpft haben, war sowieso nur Training. Training für das, was wir eigentlich schrumpfen wollen. Euch! Uns? Ja, wenn ihr Pyjama-Helden-Mini seid, kann ich endlich in Ruhe die Weltherrschaft an mich reißen. Und ich kann Pyjama-Linus aus euch machen. Ihr seid dann ganz winzig und hilflos. Dann müsst ihr tun, was ich euch sage. Ziemlich böse. Die Weltherrschaft an sich zu reißen ist böser. Ist es nicht. Doch, ist es. Ist es nicht. Ist es doch. Stimmt nicht. Ist ganz egal, wer böser ist. Weil nichts davon passieren wird. Ich bin ein großes Kind. Mich kann keiner schrumpfen und meine Freunde auch nicht. Alles soll wieder in normale Größe verwandelt werden. Los geht's, Pyjama-Helden! Sei vorsichtig, Catboy! Keine Sorge, ich schaff das! Ha! Alles, was du schaffst, ist Schrumpf! Catboy! Das ist grauenhaft! Oh, seht euch das kleine Kätzchen an! Einer geschrumpft, fehlen noch zwei! Hinterher, Ninjalinos! Wir brauchen das Gerät, um mich zurückzuverwandeln. Deine Stimme, sie ist so quietschig. Wir helfen dir! Ich brauche keine Hilfe. Ich bin in einem kleinen Körper gefangen, aber ich bin immer noch ein großes Kind. Und das beweise ich. Super Katzentempo! Okay, lass mich runter, ihr miesen Mini-Ninja! Bei meinen Schnurrhaaren. Was machst du da, Luna Girl? Die Pyjama-Helden. Darf ich vorstellen? Mein Mondball. Ich sauge alle lustigen Tagspielsachen ein, damit ich sie in der Nacht ganz für mich allein habe. Nicht, wenn wir dich vorher aufhalten. So meint ihr? Ha! Mein Mondball saugt nicht nur viele lustige Spielsachen ein, sondern auch Pyjama-Plagegeister. Was? Oh nein, Gecko! Kick ihn weg, Eulette! Na los! Hey! Warum hat der Mond bei uns nicht eingesaugt? Vielleicht, weil wir ihn weggekickt haben. Ja, der ist wie ein Mega-Fußball. Schaut, was ich drauf hab! Hey! Wow! Ups, entschuldigt. Aber was für ein Schuss! Kopfball! Superkatzensprung! Nicht runterfallen, Katzenklo-Bubi! Nein, das wirst du nicht tun! Oh. Aha!
runterlassen? Okay. Ich fang ihn. Nein, ich fang ihn, Gecko. Ich fang ihn, ich fang ihn. Überlass mir das, ich fang ihn. Ha, Pyjama-Kracher. Bis dann. Nachdem ich die Pyjama-Plagegeister los bin, wird es Zeit, den Spielplatz einzusaugen. Wir müssen Luna Girl aufhalten. Zum Glück bin ich auch gut im Zweikampf. Warte, wir müssen im Team arbeiten. Zuerst sauge ich das Drehdings ein. Zu spät, Luna Girl. Oh, schaut, da ist Luna Girl. Da kann der Gecko. Sie klaut allen die Geschenke. Das darf doch nicht wahr sein. Dann wird niemand etwas zum Auspacken haben. Luna Girl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergesst es, ihr Brabis. Das sind meine. Weihnachten ist nur für mich. Mich, mich. Hey, schnappen wir uns ihr Mondbord. Dann kommt sie nicht mal an die Schornsteine ran. Gute Idee, Gecko. Legen wir los. Ich bring sie auf den Boden zurück. Eulenflügel. Das kann ich sicher nicht. Hä? Auf Wiedersehen, Kätzchen. Ich miau mich vom Acker. Oh. Gecko, geht's dir gut? Ja, ich wusste, dass ich das Mondbord nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulette, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's! Komm schon, Luna Girl! Was? Warum gibst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Spatzenhirn! Nein, 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 nein! PJ Masks, ich brauche mehr Gesicht, um sie nach unten zu ziehen. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben, Romeos Labor. Ui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne dran. Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulette. Aha. Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Pupser auftaucht. Was treibst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's. Ha. Gleich hab ich dich. Dann schieb ich mit meinen Super-Gecko-Muskeln dein Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tag-Dovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich! Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ah, ist das steil! Wow! Flatternde Federn, ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Wow. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oh, es ist wirklich rutschig. Gecko. Oh. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen, weil meine Füße richtig gut haften. Warte, Gecko. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe. Zurück zum Eulengleiter. Ein Schmetterling.
Wahrscheinlich ist der Luna Girl entwischt. Vielleicht schaffen wir es, dass er uns folgt. Hey, Schmetterling, willst du mit mir fliegen? Komm, ich bring dich heim. Hä? Tolle Farben, kleiner Schmetterling. Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang. Was wir brauchen, ist Superkatzentempo. Hey, der Schmetterling ist... Hab dich! Was? Das ist echt grob von dir, Catboy. Lass ihn raus, er fühlt sich da drin nicht wohl. Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim. Und da sind noch mehr einzufangen. Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, denen zu helfen. Komm schon, flieg hierher. Ja, kommt! Mögt ihr rot oder grün, blau oder von allem was? Superkatzentempo! Einer und zwei, drei! Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren, ich werde gut. Catboy, kannst du nicht sanft sein? Die Schmetterlinge fühlen sich erbärmlich. Ich will ihnen doch nur helfen. Also, wo ist Luna Girl mit den anderen? Hey, seht! Sind das nicht ihre Motten? Fliegt weg, ich brauche euch nicht mehr. Komm, PJ Masks, los geht's! Ihr mickrigen Motten habt's voll vergeilt. Ich probier die Schmetterlinge als meine neuen Handlanger aus. Ihr werdet nirgendwo hinfliegen, meine hübschen Schmetterlinge. Nicht so schnell, Luna Girl. Die Pyjama-Helden sind gekommen, um die Schmetterlinge zurückzuholen. Oh, also gut, Motten. Das ist eure letzte Chance. Schafft die Pyjama-Flagge